Hallo, ich bin Elienyx und heute gibt es eine kleine Shell-Tour. Unsere Livia aus der Okkult Baby Challenge hat endlich ein neues Zuhause. Auch wenn ich sagen muss, eine Entscheidung zu treffen, war bei all den großartigen Gebäuden wirklich, wirklich schwer. Aber seht am besten selbst. Wie ihr seht, ihr habt mir für die Challenge einfach 22 großartige Gebäude erstellt. Und ich muss wirklich sagen, eines ist schöner als das andere. Und deshalb schauen wir uns in diesem Video jetzt unsere Top 5 an. Übrigens, falls auch du dich gerne mal an einer Shell Challenge beteiligen möchtest, es findet gerade wieder eine statt. Und zwar brauchen wir wieder für unsere Okkult Baby Challenge jede Menge Gemeinschaftsgrundstücke hier in Brindleton Bay. Nämlich entweder hier, hier, hier oder hier. Falls du mehr darüber wissen möchtest, ich blende dir jetzt hier rechts oben ein Video ein. Als erstes sehen wir nun Platz Nummer 5. Dieses Waldhäuschen, versteckt inmitten den Wäldern von Brindleton Bay, wurde von Cyber 068 gebaut. Wir haben hier draußen jede Menge andere Bäume und Gestrüpp, dass es eben perfekt hier mitten in den Wald reinpasst. Außerdem haben wir hier noch eine Schaukel und das Haus verfügt über zwei Terrassen. Wir haben hier eine Terrasse und die zweite dann noch hier. Der Eingang befindet sich hier und hier dahinter haben wir dann eine kleine Garderobe. Wenn wir weitergehen, haben wir hier dann einen Esstisch. Und hier drüben haben wir unsere Küche. Wie man sieht, es ist alles unglaublich schön dekoriert mit unglaublich vielen Details. Hier geht es dann weiter in den Wohnbereich mit einem Sofa, einem Wohnzimmersessel und einem kleinen Fernseher. Hier drüben haben wir dann ein kleines Badezimmer. Hier sehen wir auch einen Kratzbaum. Also die Person, die das gebaut hat, wollte definitiv, dass wir eine Katze bekommen. Und hier unten haben wir dann auch schon das erste Kinderzimmer. Das ist für ein Kleinkind gedacht. Und hier haben wir dann Livias Zimmer. Und hier über diese Geheimtür kommen wir dann auch in den geheimen Keller. Den sehen wir uns gleich an. Vorher schauen wir nochmal ins obere Stockwerk. Die Treppe rauf haben wir dann hier einen ziemlich großen Flur. Wie auch der Rest des Hauses ist es auch hier unglaublich schön dekoriert. Hier geht es dann weiter in ein Büro. Das sieht sehr nach einem Büro für Livia aus, wo sie ihre Forschungen fortsetzen kann, um immer mehr über das Übernatürliche herauszufinden. Wir haben hier jede Menge Bücherregale, einen Computer und so einen richtig büromäßigen Ledersessel. Weiter geht es dann hier mit einem zweiten Badezimmer. Da haben wir jetzt auch ein Katzenklo dabei und eben wieder WC, Badewanne und Waschbecken. Das Nebenzimmer ist dann wieder ein Kinderzimmer, auch mit jede Menge Spielsachen. Wir haben hier eine Spielzeugkiste, ein Kuscheltier. Dann haben wir hier einen Schreibtisch und da geht es dann auch raus auf die erste Terrasse. Und hier haben wir dann noch ein weiteres Kinderzimmer. Das ist diesmal für einen Säugling gedacht und auch wieder super süß dekoriert mit jeder Menge Kuscheltiere und Spielsachen. Und ich hätte euch fast vergessen, die zweite Terrasse zu zeigen. Zu der kommt man nämlich über das Büro von Livia. Und hier draußen gibt es einen Griller und auch eine Sitzmöglichkeit. Also hier könnte die Familie dann auch grillen. Und hier haben wir den Keller. Ich liebe hier vor allem die Tapete. Also diese Backsteinmauer ist wirklich genau meines. Und ich finde, es passt auch perfekt zu Livia mit diesen Oldschool-Bücherregalen. Dann haben wir hier noch Frösche und jede Menge Tiere an der Wand. Also man merkt einfach, jemand führt Experimente durch. Dann gibt es hier noch ein Skelett. Und noch weitere, eher gruselige Dekoration. Und hier sehen wir Platz 4. Wieder sind wir im Brindleton Bay und wie euch sicher gleich auffällt, hier passiert wirklich sehr, sehr viel. Hier draußen haben wir gleich mal einen sehr aufwendig gestalteten Garten hinter einem sehr auffälligen hohen Zaun. Wir haben hier jede Menge unterschiedliche Pflanzen. Hier draußen gibt es dann noch eine Sitzmöglichkeit und einen Griller. Dann haben wir dieses Zelt für die Kinder. Hier haben wir dann auch noch Hindernisse für einen zukünftigen Hund. Dann geht es hier mit einer Schaukel weiter. Und hier haben wir dann auch den Hintereingang ins Haus. Wieder haben wir auch zwei Terrassen, einmal hier oben und einmal hier. Und den Haupteingang, den haben wir tatsächlich hier. Hier kommt man durch die Eingangstür ins Haus und wir sehen, es gibt gleich eine Garderobe. Dann gibt es ein Katzenklo und eine Spielzeugkiste für Tiere. Denn die Person, die das gebaut hat, wollte wohl, dass wir sehr viele Tiere bekommen. Gebaut wurde das nämlich von der lieben Hadri. Aber schauen wir gleich mal weiter. Hier kommen wir dann in ein wirklich großes Zimmer, das in viele Einzelteile unterteilt ist, kann man sagen. Zuerst haben wir hier ein Büro mit einem Schreibtischsessel, einem Schreibtisch und einem Computer.
Und hier haben wir dann eine Tür, die eben wieder versteckt hinter dem Bücherregal ist und in den geheimnisvollen Keller führt, den wir uns wie immer später ansehen werden. Neben dem Büro gibt es gleich einen Spielbereich für die Kinder, da Livia neben ihrer Recherche natürlich auch immer auf ihre Kinder aufpassen muss. Und hier geht es dann weiter in einen Wohnbereich. Da haben wir einen Kamin, verschiedene Sessel, verschiedene Tierbetten und auch ein Sofa und einen Couchtisch. Und hier hinten gibt es dann eine sehr geräumige und große Küche mit einem dazugehörigen Essbereich. Und natürlich dürfen auch die Näpfe für die Tiere nicht fehlen. Außerdem im unteren Stock gibt es noch ein kleines Badezimmer. Im oberen Stockwerk gibt es zuerst diesen kleinen Flur, wo wir hier einen Experimentiertisch für die Kinder haben. Dann beginnt es hier mit Livias Zimmer. Da haben wir ein Doppelbett, einen großen Kleiderschrank und wieder einen Schreibtisch. Weiter geht es dann mit einem kleinen Badezimmer. Wieder mit WC, Badewanne, Waschbecken und wieder haben wir ein Töpfchen. Dann haben wir hier ein Kinderzimmer. Also wir haben zwei Säuglingsbetten und ein Hochbett. Dann haben wir hier noch einen Wickeltisch und auch noch ein paar Spielsachen für die Kinder. Außerdem gibt es auch noch ein zweites Kinderzimmer hier oben und hier hätten tatsächlich 4 Kinder Platz. Und zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in den Keller. Das ist der Geheimkeller dieses Hauses und ich muss an dieser Stelle mal ehrlich sein, von allen Häusern, die wir angesehen haben, gefiel mir dieser Keller am besten. Und ich werde euch gleich zeigen, warum. Wie ihr seht, hier stehen Bücher und dahinter sind einfach die Bilder der zugehörigen übernatürlichen Wesen. Wir haben hier Werwölfe, wir haben Geister, wir haben Meersims, wir haben Vampire und wir haben Aliens. Hier würde natürlich der Seancetisch hinkommen, dann haben wir hier jede Menge Bücherregale. Alles ist in schwarz gehalten und voller Spinnweben. Und hier haben wir eine kleine Toilette auch noch mit dabei. Und für Platz Nummer 3 bin ich jetzt nach Tartosa gereist. Dieses wunderschöne moderne Haus wurde von Linchen 99 gebaut. Hier draußen haben wir wieder jede Menge Pflanzen, nebenbei noch eine Rutsche für die kleinen Kinder, ein Pool und außerdem noch eine Schaukel. Das ist übrigens der Hintereingang des Hauses, der Haupteingang befindet sich hier vorne. Ich muss sagen, obwohl ich alle Häuser wirklich unglaublich schön fand, war dieses Haus mein persönlicher Favorit. Ich liebe einfach diese moderne Ästhetik, ich liebe diese großen Fenster, ich liebe es, wenn es so cleane Farben sind, dieses Schwarz und Weiß, es gefällt mir unheimlich gut. Aber an dieser Stelle würde mich natürlich interessieren, welches Haus gefällt dir am besten? Schreib mir das gern in die Kommentare, ganz egal, ob es eines aus der Top 5 ist oder vielleicht gar eines, das es gar nicht reingeschafft hat, denn wie gesagt, es waren so viele großartige Häuser mit dabei. Wenn man hier durch den Haupteingang reinkommt, haben wir hier ein kleines Vorzimmer mit einer Garderobe, einem Teppich, einer Pflanze, einer Kommode und einem Spiegel und außerdem dieser Backsteinwand. Ich glaube, ihr wisst es mittlerweile, ich liebe Backsteinwände. Wenn man hier dann durch die linke Tür geht, haben wir Livias Schlafzimmer. Hier ist auch eine kleine Wiege dabei. Und außerdem haben wir hier die Geheimtür, die wir heute schon öfter gesehen haben und ich glaube auch noch einmal öfter sehen werden. Und die führt hier dann in den geheimen Keller, den wir uns wie immer später ansehen werden. Auf der rechten Seite des Vorzimmers geht es dann durch einen Türbogen weiter in ein Esszimmer. Hier haben wir wirklich einen riesigen Esstisch mit jeder Menge Stühle. Dort geht es dann weiter in die Küche. Hier haben wir eine Küche mit allem, was man braucht. Und hier geht es dann weiter in einen kleinen Waschraum. Das Esszimmer führt außerdem noch durch die Hintertür in den Garten. Und hier haben wir ein Badezimmer mit Toilette, Badewanne, Waschbecken, Töpfchen und einem Wäschekorb. Außerdem geht das Esszimmer direkt in einen kleinen Aufenthaltsbereich über mit einem Spielzelt für Kinder, einem Sofa, einem riesigen Fernseher und auch jede Menge Spielsachen für die Kleinen. Hier geht dann die Treppe nach oben und so kommen wir ins obere Stockwerk. Im Vorraum haben wir einen Schreibtisch mit einem Computer und die erste Tür führt dann gleich in ein Zimmer für 2 Kinder. Wir haben ein Hochbett, ein normales Bett und jede Menge Krimskrams. Außerdem hat dieses Zimmer auch noch einen Balkon dabei. Einen ziemlich großen Balkon, wo sogar noch ein Pool dabei ist. Also wenn ich das Kind wäre, das hier leben muss, würde ich, glaube ich, in Kauf nehmen, mir das Zimmer mit einem meiner Geschwister zu teilen, solange ich ein Pool beim Zimmer dabei habe. Hier haben wir dann noch ein Badezimmer, wieder mit Toilette, WC, 2 Töpfchen, einem Wickeltisch
und einem Waschbecken. Das nächste Zimmer hier ist wieder ein Kinderzimmer und hier haben tatsächlich 3 Kids Platz. Wir haben 2 Kleinkinderbetten und ein Säuglingsbett und wie immer jede Menge Spielsachen. Und dann zum Abschluss haben wir hier sogar noch ein Badezimmer. Und zum Abschluss schauen wir jetzt natürlich noch durch die Geheimtür in den Keller. Hier haben wir nun den Geheimkeller von Livia. Wir haben einen Seancetisch, wir haben diesen Hexenkreisteppich, einen Hexenkessel, jede Menge creepy Bilder und dann auch noch ein kleines Badezimmer, falls Livia während ihren Forschungen natürlich mal auf die Toilette muss oder auf einmal ganz viel schwitzt, dann kann sie sich hier sogar duschen. Und hier sehen wir nun das zweitplatzierte Haus. Dieses wurde gebaut von It's Haze. Und als ich dieses Haus zum ersten Mal gesehen habe, ich bin ganz ehrlich, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Wie ihr seht, hier passiert wieder unglaublich viel. Wir haben jede Menge Blumen und Pflanzen an der Hausfassade hängen und auch hier im Hintergarten. Wir haben einen Griller, wir haben Sitzgelegenheiten, wir haben einen Blumenbindentisch, jede Menge Pflanzen und Dekorationen. Hier haben wir dann eine Schaukel und Mülleimer und ein Fahrrad und es geht weiter mit noch mehr Bäumen und Pflanzen. Ich werde jetzt aber nicht alles im Detail beschreiben, weil das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wenn man ins Haus reinkommt, haben wir hier gleich eine Garderobe und dann einen sehr großen offenen Bereich. Hier haben wir gleich mal einen Wohnbereich mit einem Sofa, einem Wohnzimmer, Sessel, einem Tisch, einem Regal und einem Fernseher. Dann geht es hier weiter in einen weiteren kleinen Wohnbereich. Ich liebe dieses Haus auch. Also um ehrlich zu sein, ich habe alle geliebt und ich finde es so schade, dass ich nicht in jedem Haus spielen kann, aber das ist natürlich nicht möglich. Hier geht es dann weiter in die Küche. Ich finde dieses Rosa auch unheimlich niedlich. Wir haben hier wieder einen Ofen, ein Waschbecken, jede Menge unterschiedliche Deko und was mein persönliches Highlight an diesem Haus ist dieser Bereich. Ich finde das so gut gelöst mit diesen riesigen Fenstern. Es sieht so hell aus und so freundlich. Und was soll ich sagen? Ich würde selbst gerne hier wohnen wollen. Außerdem haben wir dann im unteren Stockwerk noch ein kleines Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken. Und hier hinten geht es in Livias Zimmer. Hier haben wir ein Einzelbett, dann diesen Bücherschrank als Nachtkästchen. Das finde ich auch unglaublich cool, weil ich finde, das passt zu Livia, dass es eben ein bisschen improvisiert ist. Dann haben wir noch einen Schrank und hier noch einen Schreibtisch mit Computer. Und wieder über die Geheimtür geht es dann in den Keller. Aber wie immer sehen wir uns zuerst das obere Stockwerk an. In diesem Zimmer haben wir oben wieder einen größeren Flur mit Möglichkeiten für die Kinder zum Spielen. Dann haben wir hier noch einen Aktivitätentisch für die Kinder. Hier kann man sitzen und hier noch jede Menge Dekoration. Hier haben wir dann auch noch ein kleines Badezimmer mit Badewanne, Töpfchen, WC und Waschbecken. Hier hinten haben wir das erste Kinderzimmer. Eine Tür weiter gibt es dann noch ein Kinderzimmer, diesmal für einen Säugling, auch mit Wickeltisch und unterschiedlicher Dekoration und Spielsachen. Und hier hinten haben wir dann noch ein Kinderzimmer. Das ist tatsächlich schon ein wenig in die Zukunft gedacht. Also ich finde, das passt perfekt für einen Teenager, denn wir haben hier eben ein Doppelbett und jede Menge unterschiedliche Dekoration, die natürlich am ersten zu Teenagern passen würde. Und über Livias Schlafzimmer im unteren Stock wagen wir jetzt einen Blick in den Keller. Das ist der Keller dieses Hauses. Und ich finde es sehr spannend, weil hier haben wir auch jede Menge Gerümpel. Das war ja in den anderen Häusern jetzt nicht so. Aber natürlich ist auch der übernatürliche Aspekt da. Wir haben den Seancetisch, wir haben so einen Salzkreis, wir haben die schaurigen Hände, ein Bücherregal und jede Menge Spinnweben und Risse in den Wänden und Bilder, die eben auch zum übernatürlichen Leben passen. Und auch hier haben wir eine kleine Toilette mit dabei. Und hier sehen wir nun das Haus, das es auf den ersten Platz geschafft hat. Dieses wurde von Simbo gebaut. Wie tatsächlich die meisten anderen Häuser auch, ist es hier in Brindleton Bay. Und was mich hier am meisten beeindruckt hat, ich sag's euch gleich, das ist der Eingang zum Keller.
Der ist nämlich hier wirklich gut versteckt. Aber schauen wir uns das Haus am besten gleich mal genauer an. Dann versteht ihr sicher, was ich meine. Hier haben wir den Eingang des Hauses. Hier daneben haben wir einen kleinen Teich. Und auf der anderen Seite haben wir wieder einen Gartenbereich. Da haben wir eine Schaukel, eine Sitzgelegenheit, einen Griller. Und man kommt eben auch durch einen Hinterausgang raus. Außerdem hat auch dieses Haus wieder zwei Terrassen. Eine haben wir hier und eine haben wir hier. Wenn man durch den Haupteingang reinkommt, haben wir hier gleich mal diesen wunderschön dekorierten Garderobenbereich. Und wenn man dann hier durch diesen Torbogen durchgeht, kommen wir in einen sehr großen offenen Wohnbereich. Hier beginnt es gleich mal mit einem Essbereich und dahinter einem Sofa. Dann haben wir hier eine richtig große Küche. Das finde ich unglaublich cool daran. Also wenn wir dann hier mit der Familie leben, können wirklich alle gemeinsam kochen. Und irgendwie sehe ich schon, wenn Livia hier dann kocht, dass hier dann eines der Kids sitzt und an den Hausaufgaben verzweifelt. Hier durch die Tür kommt man dann außerdem in ein kleines WC. Hier ist eben eine Toilette und ein Waschbecken und wiederum jede Menge Dekoration. Neben dem Esstisch ist die Treppe nach oben. Darunter haben wir ein Bücherregal, einen Schreibtisch und einen Computer. Und hier durch diese zwei Torbögen geht es dann ins Wohnzimmer. Und den Bereich hier mit den Torbögen, den liebe ich einfach. Also ich liebe es, dass es hier eben diese Vorhänge gibt und wie es dann so übergeht in dieses Wohnzimmer. Und es sieht alles einfach so unglaublich gemütlich aus. Hier im Wohnzimmer haben wir eben ein Sofa, einen kleinen Tisch, einen Kamin, dann hier oben einen Fernseher, einen Spiegel, einen Schaukelstuhl und eben jede Menge Dekorationen. Also das Haus sieht schon so unglaublich bewohnt aus, obwohl wir noch nicht mal darin leben. Aber jetzt schauen wir uns gleich mal das obere Stockwerk an. Hier haben wir den Flurbereich und darüber sind auch beide Balkone erreichbar. Hier haben wir zwei Stühle und zwei Pflanzenkisten. Und am anderen Balkon kann man perfekt in der Sonne liegen. Und außerdem gibt es hier auch zwei Bienenkisten, um die wir uns kümmern müssen. Im oberen Stockwerk sind dann noch drei Schlafzimmer. Hier haben wir einmal ein Stockbett, also hier haben wir eben zwei Kinder Platz. Hier haben wir dann ein Babyzimmer, also hier kann eben ein Neugeborenes leben und auch ein Säugling. Dann haben wir auch hier jede Menge Spielsachen und einen Wickeltisch. Und Livias Zimmer ist direkt daneben. Da gibt es ein Doppelbett, einen Mülleimer, einen Koffer, falls sie mal sehr schnell wieder verschwinden muss. Dann noch jede Menge unglaublich coole Wanddekorationen und einen Kleiderschrank. Außerdem gibt es oben natürlich auch noch ein Badezimmer. An dieser Stelle fragt ihr euch vermutlich, wo zur Hölle kommt man hier in den Keller? Der Zugang zum Keller befindet sich tatsächlich auf der Hinterseite des Hauses. Ganz leicht finden könnt ihr ihn durch diesen Sensenmann-Gartenzwerg, denn die Treppe befindet sich direkt daneben unter diesem Gestrüpp. Und so sieht unser Keller aus. Den Keller finde ich auch richtig, richtig cool. Wir haben wieder den Seancetisch, wir haben jede Menge Krimskrams, wir haben Bücherregale, es ist staubig, es ist dreckig, wir haben Spinnweben, wir haben Wurzeln, wir haben kaputte Sachen, wir haben Kisten, eben alles, was man in einem Keller so findet. Und natürlich auch die schaurige Puppe. Ist ja nicht so, als hätte ich mich schon genug erschrocken, als sie plötzlich im Let's Play im Spukhaus aufgetaucht ist. Und das war nun die Top 5 Häuser unserer letzten Bau-Challenge. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, nochmal unter dem Hashtag #ElienixLiviaShell vorbeizuschauen und euch wirklich alle Häuser durchzuschauen. Danke nochmal an alle, die sich hingesetzt haben, um ein Haus für mich zu bauen. Ich habe mich so unglaublich gefreut. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen.